Ja, moin moin und willkommen zu Nachgerichtet, zu einer Sondersendung vom 22.06.2022. Warum eine Sondersendung? Aus dem einfachen Grund, ich habe Post bekommen, eine E-Mail bekommen von, ich will sie euch natürlich nicht vorenthalten, man siehe da, von YouTube. In dieser E-Mail steht: Hallo Nachgerichtet, unser Team hat deinen Inhalt geprüft und leider festgestellt, dass sie gegen unsere Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen verstoßen. Die folgenden Inhalte wurden von YouTube entfernt. Ist es was im Glück, nur die Sendung von 22.06., also von heute.de? Ja, YouTube-Team, tut mir natürlich leid. Das wollte ich nicht, weil das liegt mir fern, irgendwelche Fehlinformationen oder irgendwie sonstiges zu verbreiten oder gerade gegen unsere medizinischen, ja, wie soll man sagen, medizinischen Richtlinien, das liegt mir natürlich ganz fern, weil ich bin ja kein Doktor oder irgendwie sowas. Aber wenn ich da natürlich irgendwas falsch gemacht habe, zu Recht natürlich das Video gelöscht worden. Auf Rumble und Odyssey ist das noch zu sehen. Also falls jemand da sich das angucken möchte, ich verlinke das hier unter in den Kommentaren. Und eine kleine Anmerkung habe ich noch an unser YouTube-Team. Expertenmeinung da unten. Das hört sich dann doch ein bisschen maskulin an, oder? Also wir sind ja irgendwie zurzeit im Gender-Zeitalter. Da müsste man doch irgendwie Expertenmeinungen hinschreiben oder innen oder sowas in der Richtung. Ist jetzt nur ein Verbesserungsvorschlag meinerseits. Ich kenne mich damit nicht ganz so aus, weil das ist so Gender-Sachen. Ich weiß auch nicht genau, wie viele Geschlechter es gibt, ob es jetzt 69 oder 71 sind. Ich persönlich habe bei zwei aufgehört zu zählen. Aber das muss ja natürlich jeder selber entscheiden für sich, wie er sich gerade fühlt und sowas. Das, ja, wie gesagt, muss jeder selber entscheiden. Das liegt mir fern, irgendjemandem das vorzuschreiben. Von daher, es wäre nett, wenn ihr das ändert. Und was mir eben auch noch aufgefallen ist, wo war das denn? Ein Augenblick, dass Sie, ich wurde hier mit Sie angesprochen und hier unten wurde ich, was dein Verstoß ist, heißt das dann nicht Ihr Verstoß? Ist auch nur mal so eine Geschichte. Und irgendwo hatte ich hier noch, was ich dagegen tun kann. Wenn du, da werde ich wieder mit du angeschrieben. Also bitte eins von beiden machen, entweder bei sie bleiben oder bei du. Entscheidet euch, ist auch nur mal ein Verbesserungsvorschlag meinerseits. Von daher, ja, das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich, wie gesagt, werde mich daraufhin natürlich ändern, werde meine Videos ein bisschen umgestalten jetzt, dass das dann auch richtig ist und vernünftig und konform ist, so wie YouTubes Richtlinien da sind, weil ich würde ja ganz gerne noch ein bisschen größer werden mit meinem Kanal und von daher werde ich mich daran halten. Ich werde morgen auf jeden Fall ein neues Video machen. Ja, und da schauen wir mal, ob ich das dann alles besser hinbekomme. Ich denke mal schon, das sollte funktionieren. Kriegen wir hin. Ich wünsche allen einen schönen Abend noch. Wie gesagt, falls ihr das Video sehen wollt, ich packe unten die Verlinkung gleich von Rumble und Odyssey rein. Da kann man es auf jeden Fall sehen. Und wir hören uns morgen. Alles klar, macht's gut. Bis dann.